Ja, aber jetzt weiter komme ich hier auch nicht. Fehlt doch noch einiges. Das hier war kurz der Kurzschluss. Das hier war... Da haben wir aber hier wieder fehlende Verbindungen. Ah, okay. Das ist ja wirklich ein extremes Rätsel. Das war totes Ikorit. Okay, das kann ich hier nirgendwo reinpacken. Symbol. Galgenmännchen. Es Einsamkeit in Dauerschleife. Die Rekonstruktion der Schläge ist eine gute Spur, aber sie ist sehr unscharf. Was haben wir hier? Wunde. Nur zum Gedenken. Ist aber schwer gemacht hier. Okay, das kann ich hier nicht einfügen. Ich komme hier also nicht raus aus dieser Animation, bevor ich die Story hier zusammengeschustert habe. Das geht auch nicht. Wie ist es hiermit? Sarah sollte nichts davon erfahren, sie würde mich nur wieder verraten. Hier kann ich auch weiter nichts mehr machen. Kann nicht verlassen, ne? Also muss ich das Rätsel lösen. Eine Flasche mit einem Schlangensymbol und einer seltsamen zähen Flüssigkeit. Was habe ich hier? Rekonstrukteur, das hier ist. Was haben wir hier? Es entsteht immer wieder so ein X. Das war auch nicht. Und das ist schwierig. Passt die Faust aufs Auge. Das Symbol passt zur Rekonstruktion, Schläge wie die Faust aufs Auge. Passt dies Faust aufs Auge.
Es steht da, dass es wie Faust aufs Auge passt, aber ich kann hier nichts mehr hinzufügen. Kurzschluss. Ich kann jetzt auch weiter gar nichts mehr machen. Passt dir die Faust aufs Auge? Das Symbol passt zur Rekonstruktion der Schläge wie die Faust aufs Auge. Hier habe ich noch was, was hier nicht mit rein soll. Und hier auch. Ja, wie muss ich es nun hinstellen? Muss man wirklich rätseln. Wunde. Ah, jetzt hab ich's doch. We can start somewhere. I was hoping for more enthusiasm. Not gonna happen. Ouch. Okay, we still have shit, but we can at least ask two questions. First, what's the actual cause of death? Second, who's the culprit and what's his motive? Are you saying you're getting involved? I've already changed my mind. Okay, was ist die Todesursache? I won't correct you on everything you just said that was wrong. Besides, I'm looking for more information about the evidence. But seriously, no more jokes. Okay, wir müssen jetzt erstmal rausfinden, das tun wir erstmal weg, was die Todesursache war. I found some interesting tidbits. Please share. Only with friends, but I'll make an exception for you. Was ist das toxologische Befund? He didn't glow at night by any chance, because of everything in his blood. Many drugs are rare, withdrawn, or from government projects. Wait, how do you know if Green doesn't glow at night? I don't want to talk about it. We haven't known each other long enough. Eine hohe Konzentration an Ambrosia, Pharmazeutika und andere Substanzen mit ausgedachten Namen. Was haben wir hier? You would have seen a shootout in the reconstruction. Must have happened before. Maybe he shot someone? Die Laboranalyse zeigt Spuren von Schießpulver an Greens Händen. He had guests. What do we know about them? Kovalev is a smuggler and the owner of Icarus. And Salma, as you know, is that famous psychologist and a psychiatrist. A smuggler and a shrink. Quite a pair of farewell guests. Jane, Salma und Kovalev, das sind die einzigen, die Green an seinem Todestag treffen wollten. Hier hab ich auch noch was. Apparently he had a heavy foot. He was just showing off to a girl. If I had such a fancy car, I wouldn't need a girl for anything. Kurz vor dem Vorfall hat eine Verkehrskamera in der Nähe von Greens Wohnung Park eingefangen, wie er mit Jane Salma im Arm herumgerast ist. So. Das bedeutet, möglicher Täter. Wer wollte Greens Tod und warum? Und die andere Frage ist Todesursache. Wie ist Green gestorben? Das war Symbol. Greens Tagebuch. Kurzschluss. Damit? We need more than that. The explosion and the fire. We need more than that. Okay, das kannst du nicht hinhauen. Tun das mal weg. Das war jetzt Kurzschluss. Hier haben wir noch. Ja, wo sind das jetzt hin? Das stimmt.
Das stimmt, das war... Okay. Das stimmt schon mal. This is clear and I know. Give me a minute. Was ist hier jetzt nicht mehr verbunden und die Dinge hier stelle ich mir woanders hin, hier unten hin. Wie ins Tagebuch. Die haben wir noch nicht verbunden. Das ist alles verbunden. Das ist auch nicht verbunden. So. Wer mögliche Täter? Da haben wir einmal die Uhr. Das stimmt auch. Sentimentaler Abschied. Da haben wir das Tagebuch. War das hier das Tagebuch? Ah, langsam kapiere ich, wie das funktioniert. But a very solid hypothesis. Genau, wir haben eine solide Theorie. I agree. Let's move on. So, hier haben wir noch Todesursache. Toxischer Befund vielleicht. We know what's going on. Now we only need the motive and the perpetrator. Yeah. Then tea and we'll find Kennedy's killer before an evening snack. Who? Oh jeez, how did you even get through high school? What did I pass? I used to play baseball. You forgot? And I was fucking great at it. Right. Now I remember. James, this is fun, and I'd play 3 more games of solitaire, but it won't prove anything. What else do you need? More facts, or it's a waste of effort. Zielgerade, der ehemalige Schmuggler hat Green vielleicht das zerstörerische Gift verabreicht und es fehlt aber noch die Mordwaffe. Die Mordwaffe, was haben wir hier? Kurzschluss. Nee. Das ist es nicht. Ist die Mordwaffe vielleicht jetzt doch das hier? Zielgerade. Ich würde den Kram mal hier aufräumen. Analyse abschließen, mache ich doch. Ich drücke doch die Taste. Ach hier. We need to talk seriously. Is this some lame engagement joke? What? No, it's not like that. I just have something for you. If it is, however, some stupid joke, I will get fucking mental on you. There is one more piece of evidence. Sorry? Why don't I know about it? It's not in the archive. Because it's not a photo. Oh, wait a minute. Tell me you're joking. I'm begging you. It turns out I think it is indispensable. You took physical evidence from the crime scene? They'll put us in jail for this. Oh, shit. I take it back. I'd rather have the engagement ring. It's beautiful. A vial of strange liquid. Probably poison. This creepy voodoo symbol on it makes it more mysterious. More importantly, the material of the vial might retain fingerprints. What do you think? Show me. If you have any more stolen evidence up your ass, you better get it out now, before you hurt yourself. Not this time. Consult your doctor. There's even a term for it. Kleptomania. Symptoms include paying for it someday. Also das Rätsel war jetzt am der Anfang war es auch schwierig, weil ich noch nicht so durchgeblickt habe, wie es funktioniert. Aber letztendlich hat es richtig Spaß gemacht. So, was war das hier? Achso, die Kassette konnte ich aufheben. Warum kann ich das immer noch aufheben? Was war das? So sieht die Realität aus, oder wie? Okay. Nee, ich will eigentlich gar nicht da raus. Ich würde gerne wieder rein. Ich wollte nur mal gucken, was das ist und was da passiert, wenn ich das mache. Also könnte ich hier quasi raus. Notfalls.
corrupt politicians. A stooge. A disgrace. Did you hear? Wir haben hier ein Radio. That lying piece of shit. Haben wir schon wieder eine E-Mail. Sehr geehrter Herr Kara, Glückwunsch zu Ihrem Körper. Ach, das hatten wir schon. Ich kann auch jetzt keine anderen Sachen hier auswählen. Das Bild habe ich schon angesehen. Hier ist ein Tresor, die kann ich auch nicht öffnen. Aber ich soll jetzt hier hin. Ist das... Ah ne, hier, das Paketteil. Genau. Hier bekommen wir wieder Affair schicken. Und da bekomme ich einen. Around Liberty Island, huh? None of your business. Wir bekommen wieder eine Flasche. Mit einer Botschaft, die wir geben sie ab. Das Everything ist dieses Schlangensymbol. Which was neat, since my own hands were shaking in a delirium I inherited after some punk I've never known. And one more thing. In the meantime, please send that damn report. What about evidence analysis? You got evidence illegally, and you want to put it in an official report? Let's hold off. I'd rather have a better view of the situation. We can decide later. Okay, da warten wir noch ein bisschen ab, bis wir mehr über die Situation wissen. Ach, da zünden wir uns eine Zigarette an. Sticks their head outside anymore. As if they wanted to believe this ugly world does not really exist. Huddled in their little flats over the few cents they managed to save towards a new body. Never asking themselves whether the survival instinct makes the urban rats happier. Or is this only the selfish genes, free riding on the suffering of subsequent generations? Other alien forces exploiting their drive towards self-preservation, their desperate struggle to stay alive a little longer, desperate struggle that even Green has eventually lost. These people are probably easier to control, but Green? He was one of the controllers. The person who whacked him was no ordinary citizen either. No way. James, are you in front of the board? No, I went out for a breather. That sample, you were right. It's definitely poison, but that's not all. There was a fragment of a print on it. I managed to reconstruct it and search the database. So, who does the print belong to? It's a damn big fish. Slippery, too. Gonna make me beg? What's the fucking name? I don't want to say right now. Somebody on the street might overhear. I sent you everything by snail mail. Let me know as soon as you get it. Deja vu. Kippe ist noch gar nicht aufgeraucht. Einfach weggeworfen. So, wir gehen wieder rein. Ach, deswegen kommt man hier raus, weil er da mal eine rauchen geht. So, wo war jetzt sein Fenster? Was ist das hier? Nö, ich will mich nicht wieder ins Neonschild setzen. Ich würde gerne wieder reingehen. Ja, der Regen, das sieht da richtig geil aus, wie es hier regnet. Alter, das Gewitter. Und Zepp. Was ist das? I bet these are the damn politicians. Every penny snatched away from the citizens. I bet they're all celebrating. Ein Zeppelin. Der ist gerade explodiert. Okay. Heftig, wie es hier aussieht. Soll ich jetzt eigentlich wieder meine Wohnung gehen, oder? Betreten. Jetzt hat er ja auch erstmal wieder abgespeichert. Ja, mal sehen, ob wir jetzt die Post bekommen haben. Das habe ich mir erst schon angesehen.
deadly poison is atropine. Okay, great. Analyse des Fingerabdrucks. 98% Übereinstimmung aktueller Körpereigentümer Dimitri Kovalev. Analyse der Flüssigkeitsprobe. Atropin beschädigt Ikorit. It was Kovalev's fingerprint on the murder weapon, huh? I knew it. You still think we can't clear this one? I wouldn't start celebrating yet. We'll never get to him. He basically never steps outside Icarus. But you do believe this is a murder now? Well, yes. But... Special announcement. Engine problems have been reported aboard Icarus, which is currently flying over Brooklyn. We ask residents of the borough to stay at home and shelter in place. There is no need to worry. Insurance for bodily injuries will be fully applicable. Knallt der scheiß Zeppelin jetzt hier runter. Alter, jetzt gab's auch eine Explosion. James, die schöne Wohnung. I even felt it. Damn, are you that close to it? Are you all right? The news feed said it crashed into a building and that it's about to fall into a chasm. Yeah. We can't pass up a fucking golden opportunity like this. Pass up a No, wait, James, are you crazy? Too late, bye! Was passiert jetzt ohne Errungenschaft? Erkenne die Zusammenhänge. The bar was named Icarus and met its end fittingly. I didn't have time to savor the irony. An impossible chance to get Kovalev has just fallen out from the sky into my very lap. Or at least my very neighborhood. Hier machen wir aber erst im nächsten Video weiter. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es hat wieder mega Spaß gemacht. James, are you okay, hearing es erzählt nochmal was. Fire department on site. Ambulance is in 13 minutes. Secure the area. Do not go inside. I say again, do not go inside. Sounds like good advice. Lasst ruhig mal gerne eine Bewertung da. Schaut mal unter meiner Videobeschreibung. Dort gibt es kostenlose Links. Dort könnt ihr sparen beim Gaming-Kauf. Schaut es euch mal an. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, da könnt ihr mich riesig unterstützen. Bis zum nächsten Video. Ciao.